Und unsere Masken sind eigentlich Krampusmasken und die betreuten eigentlich das Böse. Und die werden durch den Percht eigentlich vertrieben. Der Krampus ist der Begleiter vom heiligen Nikolaus, der bestraft eigentlich die bösen Kinder. Und dann gibt es noch die Percht, die sind nur in die Rauhnächte unterwegs. Also das ist bis in Jänner geht das rein. Und die treiben eigentlich im Winter aus. Weil es einfach ein Hammer ist, dabei sein zu dürfen. Wir kommen aus Kärnten, haben eine weite Reise hinter uns und es ist einfach in München ein Hammer zu laufen. Also Brauchtum ist halt uns sehr wichtig und das gehört dazu. Es ist mega cool. Also ich bin dieses Jahr das erste Mal hier. Ich kenne es auch überhaupt nicht. Und es ist mega interessant, Witz zu erleben. Und das ist auch schon echt witzig. Muss man schon sagen. Macht schon viel Spaß. Just seeing the different variations on Krampus, it's so fun, and the different size bells and the anticipation of hearing them before you see them, it's incredible. Das Besondere, er ist ein absoluter Krampus-Fan und das haben wir ihm schon seit 2 Jahren versprochen. Aufgrund Corona ist es ja nicht gegangen und jetzt ist es heuer die Premiere für ihn, so ein Krampuslauf. Thank you.